Hallo, wir befinden uns heute wieder in Mönchengladbach, genauer Süchtelner Straße 69, Brunos Bierdorf. Und ihr könnt euch vorstellen, oder auch nicht, auf diesen Abend freue ich mich seit einer Woche wie Bolle. Heute Live-Musik, Brunos Bierdorf. Aber bevor ich euch die Band vorstelle, würde ich sagen, wird es erstmal Zeit, dem Mann zu danken, der das Ganze hier überhaupt möglich gemacht hat, damit ihr und wir so eine tolle Atmosphäre hier haben. Wir haben uns zufällig Bruno Dresden mit ins Boot geholt. Also erstmal denke ich im Namen aller Zuseher, ihr könnt in die Kommentare Danksagungen an Bruno Dresden schreiben, dass er uns das hier überhaupt ermöglicht hat. Super. Herr Dresden, wie ist die Atmosphäre hier im Bierdorf? Wie kommt das rüber? Ja, guten Tag erstmal zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach gut 80 Tagen, die wir hier jetzt im Sommerdorf verbracht haben, war die Resonanz mehr wie zufriedenstellend. Wir freuen uns, dass wir so viele Gäste, Menschen glücklich machen konnten. Wir danken natürlich auch ganz viele Vertragspartner, die mit uns gearbeitet haben. Das Ordnungsamt, die uns das möglich gemacht haben, das Bauverwaltungsamt. Also so viele Ämter haben hier mit dran gearbeitet, dass es überhaupt funktioniert hat. Und man sieht, jetzt geht es langsam in den Herbst rein. Es sind immer noch viele Gäste da und es ist einfach wunderbar. Super. Wie lange ist das Bierdorf noch geöffnet? Also wir arbeiten jetzt bis in den Oktober. Wir haben jetzt vor, Anfang Oktober ein kleines Oktoberfest zu machen hier. Natürlich alles auf Abstand, wieder unter größten Hygienevorschriften, wie sich das gehört. Super. Dann hoffen wir doch wohl mal alle. Moment, jetzt kommt gerade ein Transporter vorbei. Das stört uns aber nicht. Ja, dann hoffen wir doch erstmal alle, dass wir auch hoffentlich den Weihnachtsmarkt, dass wir da doch halbwegs wieder am alten Markt alle zusammenstehen können und uns einen Glühwein trinken. Gut, ich würde sagen, wir setzen erst die Masken auf, gehen mal kurz in das Bierdorf und dann stelle ich euch jetzt gleich noch die Band vor. Leute, freut euch auf das Viersche Redback oder Redback ausgesprochen. Genau. Wir gehen einfach mal durchs Bierdorf. So, wir haben jetzt 16:45, ab 18 Uhr spielt die Band. Desinfizieren angesagt, natürlich. Ab 18 Uhr spielt die Band. 16:45 haben wir. Hätte ich schon gut voll. Ich bin mal gespannt, wie voll es heute wird, ob Brunos Bierdorf heute ausverkauft melden wird. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Band. Schaubühne, das Wirscher Redback, natürlich bekannt bei uns vom Weihnachtsdorf. Herzlich willkommen und schönen Abend. So schön, schön war die Zeit. Alles ist einmal geblieben. Zu selbst auf euch. Ladies and the prince. Schön war die Zeit. Don't for your small. So schön, schön war die Zeit. Everyone's going by with me. Just like birds of a feather ramble together we find. Jetzt mit euch, Achtung! Fräulein! Jetzt ihr! Ich hab was gehört! Kantein! Jetzt wieder ihr! No wonder why the heart sings. Has given me wings. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. For every man I see.
ewig Sven lacht. Sven, Helen, neue Weg. Geht auf, ne? Und klatter, Landschaft ist halt Swing und Jazz und hab noch zwei andere gefunden, die das ähnlich gut machen wie ich. Ich gebe weiter. Was? Ich wollte sagen, fast so gut wie du, oder? Du bist da, bitteschön. Okay. Mein Name ist Kecki Fantasy Senior und nicht auch im wahren Leben Klaus Henning Franzis Backes, Freier von Süchteln. Und bekloppt ist er auch. Bekloppt bin ich auch ein bisschen, deswegen bin ich bei den Jungs genau richtig aufgehoben. Ja, was bin ich? Ich bin eigentlich gelernter Schornsteinfeger, habe Straßenkunst gemacht, lange Jahre in der ganzen Welt als Jongleur unterwegs gewesen, Animateur, ich bin Altenpfleger, seit neuestem selbstständig, verkaufe Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel. Also Alkohol treu geblieben. Was alles, ja. 95%iger Alkohol in Blau und ja, seit 8 Jahren im Kircher Redback und mit Freude dabei, wie ihr seht. Ja, oder? Früher war es Uso, heute ist es Desinfektionsmittel. Und ja, ich darf vorstellen den fabulösen Roland, der auch ein paar Worte zu sich selber sagt. Ja, ich bin der Roland und ich denke mal, ich bin jetzt so gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Weil eigentlich mache ich Karnevalsmusik. Bin im richtigen Leben bei Waldhausen und Birke Nutzfahrzeugverkäufer, also was ganz was anderes. Aber eigentlich Karnevalsmusiker und ich habe die zwei Jungs hier kennengelernt. Wir haben uns trinken und freundlich kennengelernt und haben einfach mal Swing gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Und wir machen das seit 2012, haben riesen Spaß dabei. Und ich glaube,
Mehr muss man zu uns eigentlich gar nicht sagen. Wir haben Spaß. Das, was wir machen, machen wir nicht, um unsere Familie zu ernähren, sondern zu trinken. Ich würde auch schnell verhungern. Ja, wir sind ein bisschen verkleidet heute. Weil wir haben eine neue Show, eine Country-Show. Die haben jetzt im letzten Juli auf der Autokino in Rexhessen gespielt. War ein voller Erfolg. Es waren drei Gäste da zu Ende. Und, Drei Autos. Nein, guck mal, es war gut besucht, es war eine tolle Show und wir werden gleich auch ein bisschen daraus spielen und vielleicht demnächst nochmal auf dieser Bühne zusammen mit einem Gast da, der auch noch präsentiert heute Abend, eine Country- und Swing-Show spielen und wir danken uns für dieses Interview. Ja, super. Vielen Dank. Wir danken auch und wenn ihr möchtet, ihr könnt das Viershow Red Pack auch buchen. Ihr spielt doch bestimmt irgendwie auf Betriebsfeiern, wenn der ganze Corona-Mist vorbei ist. Auf jeden Fall sehr gerne. Wir machen alles bis auf Beerdigung. Wobei, kommt drauf an, wer beerdigt wird. Hold it! Helene Fischer spielen wir, oder? Helene Fischer spielen wir auf jeden Fall. Da spielen wir sogar atemlos. Okay. Okay, ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung den Link der Homepage von den Jungs hin. Viershow Red Pack. Ich muss sagen, bisher super eure Show. Und dem Publikum kommt es ja hier auch super an. Also, vielen Dank und viel Spaß bei dem zweiten Teil. Und ich zeige euch mal eben den Blick von der Bühne, den die Jungs hier haben. Es ist rappelvoll. Brunos Bierdorf, super. Wir bedanken uns. Viel zu Red Pack. Super. Macht weiter so. Danke. So, der zweite Teil der Show beginnt. Das Interview haben wir in der Pause geführt. Ich nehme euch einfach mal mit. Das Viel zu Red Pack goes country. Ich nehme euch einfach mal mit zur Bühne. Also, richtig tolles Konzert, toller Auftritt und Stimmung ist echt klasse. Ich nehme euch mit bis zur Bühne. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the ball I'm playing. Mainframe dance, said it means romance. Ooh, that's what I say. Never coming back. To say about me when the end comes, I know there's a just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. Big friend dance, selling each romance. Ooh, it's all the same. Never come a day. Without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody, nobody cares for me. I'm so sad and blue. Sing lonely. Oh, so sweet mama, come and take a chance. Achtung! Oh, eins, zwei!
you see the well-to-do on a Lanex Avenue of a famous Pearl fan. The noses in the air, the hockets and Edward Cullers, white spats, $50, spending every dime on a wonderful song. If you flew and you don't get to do it, don't you know what a Harlem says? Portland on the Ritz, come we'll meet you with a tempting and you believe to see her, so let's do it. Portland on the Ritz. Anstatt wie immer doof zu Hause rumzusitzen. Also ich nicht, aber ihr. Lass uns träumen, haben wir
mich, wann wird's sein, mir rein? Sag mich, wann du ich dich wieder sehen kann. La, la, la. Mr. Markus Jackoy. Yeah. Okay. Almost heaven, West Virginia. Those mountains and the river. Life's open, older than the trees, younger than the mountains. Growing like a breeze, thank you all. Take me home to the place, and love you West Virginia, Mountain Mama. Take me home, thank you all. Oh, my memory. Dark and dusty, painted on the sky. Misty days of moonshine, filled up in my eye. And you know.
Dynamite, kommt mit euch! Country Road! Willkommen zum letzten Lied des Abends, habe ich gesagt, oh. Also ein bisschen mehr Herz sollte dabei sein, so richtig schön mit Herz. Wir kommen jetzt zum letzten Lied des Abends. Schon besser. Wenn das letzte Lied des Abends vorbei ist, dann solltet ihr Zugabe rufen. Richtig. Nicht jetzt, gleich. Ne? Wir tun vorbei. Und wir tun so, als wäre ganz furchtbar überrascht. Okay? Ist doch klar, oder? Wir haben auch keine einzige Zugang vorbereitet. Doch, wir haben 17 Zugang vorbereitet. Okay, hold it. Jede davon sind noch 15 Sekunden lang. Also, wir kommen jetzt zum letzten Lied des Abends. Das war gerade besser. Echt? Also, ich bin ja nicht kleinlich, aber wir kommen jetzt zum letzten Lied des Abends. Der kann das Ding. Ja! Schön! Ja! Und das wollen wir jetzt haben! Wenn er nicht zufrieden ist, macht er das den ganzen Abend. Ja, wir haben den ganzen Abend Zeit. Aber das Schöne ist, bei diesem letzten Lied des Abends. Ja, lass ich gelten. Könnt ihr euch unterhaken, schunkeln. Super, eine Frau zum Schmusen muss nicht schunkeln. Schunkeln, munkeln. Senorita Bella, how to play tippy-tippy-tay like a guitar Ella. When the stars make you blue, just like a bus stop, but who lets some more? No more sailing.
No more sailing. No more sailing. No more sailing. Sailing. Wir haben gesehen, Mr. Achim Badol. Danke, wir haben uns viel mehr. Vielen Dank. Ja. So, meine lieben Gäste. Wir freuen uns, dass das Bierscharettwerk hier am heutigen Freitagabend hier war. Sie wissen ja, wir haben unsere Spielregeln. 22 Uhr ist Ende. Es ist nun mal halt so. Wir würden gerne noch, ach, weiß ich, 3-4 Stunden. Trotzdem möchte ich mich gerne bedanken bei Ihnen. Die Gäste, die also in den letzten vielen Wochen öfter hier waren, es waren jetzt fast 80 Tage, wo wir hier waren. Dankeschön an alle. Erstmal so am Rande bemerkt. Und jetzt möchte ich gerne bitte noch ein Lied für die Chefin. Quando, quando, wie immer, so zum Abgewöhnen nochmal. Ich hoffe, dass wir uns hier in den nächsten paar Wochen nochmal wiedersehen. Wir werden jetzt versuchen, zum Wochenende immer Freitag und Samstag eine Musik zu spielen. Ich muss gleich mal nachgucken, der Buro kommt noch und wie heißt er? Der Altstadtrocker. Robert Kappen, der kommt auch noch, ja. Peter Bohm kommt auch noch einen Tag, aber Sie werden es den halt auch über Facebook sehen. Aber wie gesagt, schön, dass Sie hier waren. Sie waren wie immer nette und gute Gäste. Der eine oder andere hat ein bisschen wenig getrunken hier. Okay, du auch, ich weiß. Bitte noch eine Zugabe jetzt und dann müssen wir leider enden. Dankeschön an allen, dass Sie hier waren. Und Dankeschön an unser Team, die in den ganzen vielen Wochen hier waren. Und eins muss ich mal sagen, es ist leider bis heute immer noch nicht gewiss, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet. Also alles Gute. Wie gesagt, Sie werden es auch in den nächsten Wochen noch hören. Es gibt da erst für den Weihnachtsmarkt eine Entscheidung Ende des Monats. Hoffen wir alle, aber wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo, sehen wir uns wieder. Dankeschön, dass Sie hier waren. Und jetzt nochmal bitte, Wirscher Redbeck, einen Applaus. Sehr lieben, bevor wir jetzt weitermachen, dieses eine Lied, das sich Carla immer wieder gerne wünscht, und Pia natürlich auch. Die beiden wünschen es sich immer wieder gerne. Für das ganze Team von Mono Dresden hier im Bierdorf noch einmal Quando, Quando. Ihr könnt immer wieder gerne mitmachen. Quando, sag mir was. Sag mir Quando, Quando, Quando. Ich liebe sie kann. Ich hab immer völlig Zeit. Sag mir Quando, sag mir was. Tja, der Abend neigt sich dem Ende entgegen. Ein super tolles Event. Danke an Bruno Dresden, danke an den Viersche Red Pack. Super genialer Abend. Ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen das Bierdorf von außen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, wie gesagt, Bruno Dresden und Viersche Red Pack. Wenn ihr Zeit und Lust habt, fahrt ins Bierdorf. Ein tolles Event. Ich zeige euch noch ein bisschen das Bierdorf von außen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Grüße an Bruno Dresden. Schreibt es in die Kommentare. Bruno Dresden wird auch diese Grüße lesen, die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Unten in der Videobeschreibung ist der Link nochmal zum Bierdorf und vom Vierschen Red Pack. Es war ein großartiger Abend. Vielen Dank an alle Beteiligten. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.